Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Freunde des gepflegten Computerschachs, der MM5, die Standardversion 5 MHz, eine andere habe ich auch gar nicht, gegen Mach 2C, Revision CZ1, was auch immer das ist. Ja, es ist so ungefähr so, als hätte ich die 18 MHz Version und die würde allerdings gegen den Mach 4 spielen. Der ist ja dann erheblich schneller. So war das dann bei den Turnieren, mit denen sich, ja, womit sich Ed Schröder abmühen musste. Und da ist es natürlich noch umso schöner. Ich finde, das ist, das, ja, wie soll man sagen? Das wertet diesen Erfolg ja noch mehr auf. Deshalb bei der Computerolympiade, bei der ersten Computerolympiade vor, war das vor Porteros? Jedenfalls vor Richard Leng, dem 68.030er. Und auf den dritten Platz kam der Fidelity, den ersten Platz belegt hat. Das ist schon wirklich ein guter Erfolg gegen so starke Hardware. Es ist zwar 18 MHz, aber trotzdem nur 8 Bit gewesen. Das ist wirklich umso höher zu werten, wenn man gegen Konkurrenz gewinnt mit einer stärkeren Hardware. Und nicht hier sagt, so feige wie Fidelity, der 68.040er Prozessor ist nicht fertig, dann spielen wir nicht mit. Weil ich frage mich, wie lange der da drüben das Telefon noch klingeln lässt. Das muss was anderes als Telefon nicht. Nachher brennt das halbe Haus hier und ich sitze hier. Ich habe nichts mitbekommen. So, egal. Wen geben wir denn weiß, wen geben wir denn schwarz? Ich gehe mal hier weiß. Aber nicht mit C für, nicht mit D für. Ich will spannende Partien sehen hier. Für Lippo ist das ein Wunschkonzert. New Gamma da. Und fang nicht an, da sofort hier abwärts zu zählen. Unfair. Das erinnert mich immer an dieses Schachprogramm. Ich weiß nicht, ob dir dann ein Zacken aus der Krone gebrochen ist, wenn er sein Programm da verloren hat. Dann habe ich den gegen den anderen Computer spielen lassen. Da stand eh schon, ja, dem Tode nahe. Und dann stand immer unten in der Ecke, bei diesem Schachprogramm stand immer unten in der Ecke, stand immer unfair. Unfair, unfair. Was ist los hier? Warum spielt er Läufer C4? Spielt er nicht, Springer F6 spielt er eh nicht so richtig. Deswegen spiele ich bei deinem feigen Italiener hier. Ja gut, Evans Gambit kann man nicht erwarten. Weil das Problem wäre einfach, wenn er dann aus dem Buch rauskommen würde. Dann könnte es durchaus passieren, dass man dann eigentlich nur diesen Minusbauern hat. Also diesen Drang zum Königsangriff, den haben die nicht unbedingt. Das ist also eine Mischung zwischen Zocken und Königsangriff. Dieses Evans Gambit. Läufer B6. Das kann man natürlich dann nicht hier plötzlich positionell weiterspielen. Als wäre es die positionellste Positionspartie. Da muss man dann hier Gas geben und das kriegen nicht immer auf die Reihe. Und A7, A6. Alles Theorie. Da macht 2, da lacht sich ein ins Fäustchen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Züge aber noch natürlich sind. Entweder man könnte vielleicht H3 ziehen, wenn dann das zu sehr stört. Dieses Läufer G4. Oder Rochade. Oder A5. Und da sehen wir es schon. Pronto aus dem Buch gestoßen. Was eigentlich besser ist für den MM5, wenn der Mach 2 aus dem Buch rauskommt. Ich habe jetzt ein neues Beispiel mit aus dem Buch rauskommen. Dieses D4, Springer F6, Springer F3, B6, E3 und der fantastische Zug Läufer A6. Gefolgt von Läufer A6 schlägt und damit C8. Das war bisher das Gruseligste, was ich gesehen habe von so einem Schachcomputer, nachdem er aus dem Buch gekommen ist. Die können wirklich nur buchstabengetreu die Theorie runterbeten. Die mögen, mag zwar sein, dass die nie was vergessen, aber sobald du aus dem Buch abweichst, das war ungefähr so, eine Methode damals. Da haben die durchaus fürchterlichen Prep gespielt. Ich glaube, in irgendeinem Turnier war gegen Portos 68.030 oder so. Der war noch nicht mal wahnsinnig stark, der Gegner. Der hatte aber so ein merkwürdiges Schach gespielt, sagen wir es mal so. Mit dem ist der Computer überhaupt nicht zurechtgekommen. Und hat dann auch sehr schnell verloren. Also so ein Anti-Schach quasi.
dann konnte er nichts damit anfangen. So, Springer D2. Springer BD2. Aber ich habe trotzdem, ich weiß nicht, warum ich da so einen Narren dran gefressen habe an den Schachcomputern. Alleine das Ansehen meines Schachcomputers, das erfüllt mich schon mit Freude, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, vielleicht haben das manche, wenn die ihre Spielekonsolen da sehen, dann freuen die sich, dann haben die so viel Vergnügen daran. Andere sagen dann wahrscheinlich wieder, die spielen doch nur Schach. Ich denke mir einfach, dass es mir wenig einbringt. Das könnte man zu den Sachen, die natürlich ebenso sagen. Also, mir bringt das nicht ein, so viel Zeit vom Bildschirm zu verbringen. Und dann will ich schon diesen Pile of Shame oder was das dann ist. Die Spiele, die sie fürchterlicherweise in der Sammlung haben, aber noch nicht gespielt haben. Das ist mir noch Latte, könnte man da sagen. Ich habe letztens ein Spiel gespielt, das war 1996, kam mal Diablo 2. Und das wird ja jetzt neu aufgelegt. Da gab es mal diese Open Beta, die habe ich gespielt. Und dann, ich weiß auch nicht, ob das Spielprinzip einfach zu altbacken ist. Ich habe auf jeden Fall nach einer Stunde sowas, wenn überhaupt, da habe ich überhaupt keine Lust mehr gehabt. Da habe ich mich einfach gefragt, was ich da eigentlich mache. Das fühlte sich an wie Zeitverschwendung. So Tomb Raider. Das klingelt immer noch. Rafft die das nicht? Kriegt ihr das nicht? Ist sie taub? Glaube, jetzt hat es aufgehört. Läufer D5. So ein Tomb Raider will ich mir natürlich wiederholen. Tomb Raider, die habe ich immer gerne gespielt. Das ist so ein. Das dürfen sich so eine wahnsinnigen Zeitfresser sein, obwohl es gibt auch Spiele, die spiele ich dann auch länger. Aber gucken wir uns mal lieber diese Schachpartie an hier. H7, H6. Alleine, ich gehe sogar manchmal an dem Regal hier lang und gucke mir einfach meine Schachcomputer an. Hier sind jeden Tag da mit Schulterklopfen, aber ab und zu, wie so ein Museum. Dann gehe ich hier so lang, wow, das ist der MM4, das ist der Mirage und hier da exklusiv, im Moment da exklusiv 2 und was da so steht. Und gucke mir diese, wie so Gemälde, gucke ich mir diese Schachcomputer an, freue mich daran, dass ich sie habe. Oder auch wichtig, diesen Master Chess oder diesen Mobil. Zwei wunderbare Kanalspenden, wo ich immer noch sehr dankbar für bin. A5, B6. Wenn jemand hier an dieser Stelle hier eine Novak sehen will, zum Beispiel, dann kann er das ja als Kanalspende mir zuschicken. Die Adresse werde ich schon angeben, damit ihr die Adresse kennt. Dann wird auch Novak hier des Öfteren mal am Start sein. Also nicht ein zu schwacher. Überrascht mich da einfach. Oder ein Fidelity. Da lasse ich mich einfach überraschen. Weil von so einem Sammler, der 500 Schachcomputer hat, und der meint, dieser Kanal würde ihm so viel Spaß machen, dass er als Spende so einen Schachcomputer schickt. Da lasst ihr mich einfach mal überraschen, was ihr da so losschickt. Dann ich werde das nur erwähnen, den Namen, wenn das erwünscht wird. Dann mache ich so ein dickes Unboxing, dann feiere ich das. So, was ist denn jetzt dran hier? Was ist denn los? Wer ist denn da? Ich vergesse den Zug zu ertragen vor lauter Reden hier. Ich glaube doch nicht. Ich habe doch. Das ist doch die Stellung. Black, er ist dran. Das habe ich jetzt erst hier unten am LED gesehen, was hier blinkt. Ich muss sagen, hier ist zumindest bei diesen. Ich hatte schon mal so ein Fidelity. H6, H5. Das ist jetzt nicht so den großen Sinn, aber ja. Das Problem von H5 ist einfach, dass er quasi jetzt gar nichts mehr gegen die Festung machen kann. Also Weiß könnte jetzt ganz gemütlich den Springer wegziehen und den Bauern nach E4 ziehen und dann auf F6 nehmen. Also das ist, ja, eine Glanz hat was nicht. Springer schlägt B6. Ich gehe mal davon aus, dass er zurücknimmt. Darauf kommt Pronto Dame D2. Also H5 halte ich für einen massiven Fehler. Und hier finde ich übrigens sehr schön,
Und das ist, wenn man 5 gegen 5 spielt. Das kann auch sein. Weil ich hatte einmal schon mal eine Partie, da war auf jeder Seite eine Uhr, aber man hat nur die Minuten gesehen. Das war blöd daran. Man hat nur gesehen 5 Minuten. Und 4 Minuten und sowas. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Dann, das ist, man will natürlich die Sekunden sehen, wenn man so eine Partie spielt. Wenn man dann nur die Minuten siehst. Stell dir vor, du gehst in den Verein, da ist eine digitale Schachuhr und du siehst nur die Minuten. Wie soll das denn gehen? Wenn man im Geiste abwärts zählt, wenn der Gegner dann seinen Zug macht, dann zählt man so geistig 59, 58, 57. Ich glaube, da wäre man so Kolone durch dieses Abwärtszählen, dass man deswegen schon verlieren würde. F8, B8. Also H5. Ich halte den beinahe schon für einen Verlustzug. Den Springer wegziehen. Dann den Bauern vor, wenn er nimmt, mit dem Turm nehmen. Man könnte sogar gemütlich noch den Turm verdoppeln. Das Problem ist ja, er kann theoretisch kein G5 mehr machen. Das ist das Problem an dieser Stellung hier. Und ja, und jetzt kommt hier. Vielleicht will er Springer H4 und F5 machen zum Beispiel. Springer H4, dann würde auch F4 gehen. Also ich hatte das für einen kapitalen Fehler. Dieses H5, er muss theoretisch noch, ja, G5, ob das so gut gegangen wäre, ich weiß nicht, aber theoretisch muss es noch irgendwie quasi möglich sein, G5 zu ziehen. Aber H5, das hat doch gar nichts gebracht. Er meint wahrscheinlich, diesen Zug zu machen. Der Zug wird die Stellung nicht kaputt machen, das meint er wahrscheinlich. Das Problem ist einfach, ja, dass es überflüssig war. Turm F8. Also irgendwie, ich weiß nicht, welche Hardware hat die, dieser macht ist 68.000, also 16-Bit. Also so wirklich für voll nehmen kann ich diesen Macht 2 auch nicht. Da sieht man auch, warum die Fidelity-Schachcomputer so von der Hardware abhängig waren. Der Atom B1, das zeigt mir auch nicht, dass der MM5 gerafft hat, was hier los ist. Also ich hätte schon längst diesen Springer, ich hätte Springer H4 gezogen. Dann F4, Bauer schlägt, Turm schlägt F4. Ja gut, man kann auch Dame E5 machen, dann ja, Läufer F6, Bauer F6. Ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass das manchmal auch nach hinten losgeht. Das Ganze. Und dass dann quasi Schwarz noch Angriff bekommt. Ich muss mir mal einen Snickers holen, was ich mir geholt habe. Snickers, Mars, Bounty, Nuts. Und Tricks und wie sie alle heißen. Ballisto. Was auch immer. Zack, die Stunde Fahrradfahren gestern mit deinem Arsch hier. Ich habe im Laden gekauft und überlegt, was ich mir hole. Herr Tump, das ist doch merkwürdig. B1, D1, sie ziehen beide so merkwürdig hin und her. No Capito from the Chess Game. Also langfristige Pläne können die gar nicht. Das ist wirklich, wie man mal gelesen hat. Das ist, die machen wirklich nur, was im Ereignishorizont ist. Ich vergleiche das immer mit so einer Autofahrt im Nebel. Man kann ja nur auf die Dinge reagieren, die man noch sieht. Und wenn die Sichtweite nur 50 Meter ist und in 100 Metern ist ein Baum, da kann ich natürlich nicht mit 200 Sachen durch die Gegend fahren. So ist das ja auch. Die sehen ja nicht, was danach kommt. Deswegen können die Pläne so schlecht spielen. Da wäre mein Plan auch. Vielleicht wäre mein Plan auch schlecht gewesen. Kann sein. Während macht 4, er macht 2 und zeigt, wie man es nicht macht. Ganz merkwürdig. So, der MM5 hat keine Lust mehr abzuwarten. Was macht er auf D4? Schlägt Bauer schlägt D4? Oder Springer schlägt D4?
Was ist denn nach B5? Sehe ich da irgendwas nicht? Oder ist nach B5 nicht einfach der Springer angegriffen? Und wenn er wegzieht, ist die Qualle weg. Entweder es kommt der fantastische Zug des Jahrhunderts oder ich habe das nicht gesehen. Der Springer schlägt D5, geht da gar nicht, weil die Dame hängt. Springer C6, jetzt kommt ja so ein. Also momentan hier. Und dann ist es mal so. Ist wohl die Opferitis am Start. Das war. Das war heute Morgen erst beim Avantgarde 11, glaube ich. Avantgarde 11, 166 MHz gegen Genius Pro. Da hat der Avantgarde auch total merkwürdig eine Figur gegeben. Und hat daran einfach die Partie verloren. Der hatte zwar zwei Bauern dafür, der Genius Pro hat sich das dann so reingezogen, die Partie. Oder der MM2. So als Echtbrettgerät. Hat auch ganz merkwürdig geopfert gegen den Maestro D. Und konnte vom Glück sagen, dass hinter der Maestro D mit Springer König da stand. Also dann Doremi war. Und hier wieder das Gleiche. Auch wieder so mehr. Ich verstehe das Opfer nicht. Das war einfach nur ein Figurenverlust. Das ergibt keinen Sinn. E5 schlägt, warum nicht? E5 schlägt, Läufer D5. Vielleicht sogar Läufer F6 vorher, Läufer F6. Obwohl, warte. Ich habe nur auf Info gedrückt. Ich weiß auch nicht, inwieweit das clever ist hier, jetzt weiter Figuren zu tauschen, wo man eine Figur weniger hat. Also ich sehe da nichts durch. Vielleicht Springer E5 schlägt. Greift wieder die Dame an. Läufer F6, Bauer F6. Na, ich weiß nicht. F3, E5. Ich fand schon einige Züge recht sonderbar von Mach 4 bei Mach 2. Ich wollte jetzt erst den Mach 4 anmachen. Hab dann doch den Mach 2 genommen. Na, ist er schon. Ich müsste wirklich nachgucken, wie viel Megahertz der hat, der Mach 2. So, meistens hatten diese Geräte doch 16 Megahertz. Sei es jetzt hier der Mach 2 von Fidelity oder Avantgarde 2 oder ich meine selbst diese von Zytec. Von Novak. Super Expert. Ich glaube, die hatten auch 16 MHz. Ich weiß aber nicht genau. Das weiß ich nicht.
Ja, der Macht 2 muss ja D7 im Auge behalten. Wegen Dame A6 oder irgendwas geht nicht. Wegen Springer D7. Knight D7 vor Krux. Und dann ist natürlich einfach die Qualle weg. Und dann ist die Partie vorbei. Wenn er jetzt noch die Qualität verliert, dann ist der ganze Turm weniger. Und diesen Bauern hier, das hätte er auch ohne Figuren. Also ich sehe da keinen Sinn in Figurenopfer. Ich habe aber auch nicht den. Keinen Sinn gesehen in diesen in H5 oder in diesen Turmschwenks. So, ich kann doch einfach den H-Bauern auch noch angreifen, den sich auch noch, obwohl jetzt hinter der Springer momentan. D7. Da ploppen bei mir. Achso, der Turm deckt das hier auch. Also Dame E5 und Dame schlägt E5 und Turm schlägt E5, dann holt er sich eine Dame. Dame D8. Springer F3, der will den wohl umgruppieren. Also bisher ist das eine sehr schwache Partie von Macht 2. Turm D6. C6, D6. Also dem Macht 2 wohl auch noch keiner erzählt. Dass man kein Material tauschen sollte. H8, G7. Ich glaube, das ist natürlich einfach, wie bei Weltmeisterschaften eben den zweiten Platz zu machen, wenn man mit der fetten Hardware auflaufen kann. Und der einzige Konkurrent. War ja eigentlich Richard Lengler. Ed Schröder hat notgedrungen mitgemacht mit seiner Hardware, weil er hat eben Spaß daran gehabt, bei den WMs mitzumachen. 86 hätte er auch beinahe gewonnen. Turm B6, jetzt fallen schon die Bauern hier. Das ist einfach nur Lost. F8, G8. B7. B6, B7. Ja, er will wohl den Damentausch auch erzwingen. Dame C7, G8, H8. Also das Da von Schwarz in dieser Partie ist eindeutig, sind eindeutig die Türme, vor allem mit ihren sinnlosen Turmschwenks. Turm F8, C8, C8, E8 oder was heißt, oder dann wieder F8. Das ist, wenn man keinen Plan hat. Man muss sich ja entscheiden in der Partie. Aber ich habe noch nie eine Partie gespielt, wo ich mit dem Turm dann hin und her gezogen habe, weil mir nichts eingefallen ist. Ja, dann machen wir Turm A8, dann den Turm A8, C8, C8, F8, F8, B8. Und schon bin ich wieder draußen. Aber die ganze Woche habe ich Glück gehabt, die ganze Woche. Jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren, immer trocken hin, immer trocken zurück. Zur Vorsicht immer Regenjacke mitgehabt, Regencape. Das kann tagsüber geplästert haben wie aus Kübeln. Ich bin trotzdem immer trocken. Das wird jetzt sowieso eine Dame, die wird sowieso geschlagen. Quinus. Deswegen lasse ich das einfach als Bauer stehen. Turm D8. Ja, und jetzt würde ich einmal sagen, ist diese Partie definitiv lost. Ist droht Turm F7 schlägt und dann ich kann den Zug ja auch noch gut ausführen, ob er dann noch die Dame spuckt. G7, G8. Ich dachte, jetzt den Matt angesagt. 9,99 und dann würde ich mal sagen, wir lassen es mal für diese Partie gut sein. Dame G3, ich guck mal kurz, ob das nur das Schachgebot ist oder eine Mattansage. Lassen wir mal gut sein, das ist hier. You see, it's totally lost. Da können wir mal eventuell lieber eine zweite Partie anfangen, bevor wir jetzt hier das zu Ende spielen lassen. Das ist einfach hier. Ich bin so ein großer Mephisto-Fan. Aber man kann ihn natürlich vom Besseren überzeugen, indem man mir jetzt einen Super-Expert schickt. Als Kanalspende. Vielleicht sage ich ja dann, boah, der Super-Expert, wenn er den echt stehen hat hier. Das ist so ein geiles Gerät. Also Novak, das sind die besten Schachcomputer. Wer weiß, was kommen wird. Vielleicht passiert das ja wirklich. Oder ich sehe so ein Macht 2. Macht 2 meine ich.
Oder den Avantgarde 2 zum Beispiel als Kanalspende oder eine Macht 2 oder Macht 3 oder was. Wenn euch der Kanal eine Spende wert ist. So, 4. Enter Clear. Hier machen wir mal ein New Game. Das ist so hier. Da muss ich aber noch ein kleines Reset machen. Ich habe den weißen Stein verloren. Das ist mir, oder habe ich den? Nein, ich habe Gedächtnisschwund. Ich habe ihn noch hier. E4 spielen lassen, war doch italienisch. Okay, dann ich mache nochmal ein New Game in der Zeit und mache mal hier einen Move. D4, ich muss ja erst das Brett drehen. D4. Vielleicht muss man einfach diese Zeit miterlebt haben. Und ich hatte ja damals schon das Interesse an Schachcomputern, wenn man damals schon dabei war und dann gesehen hat, wie allgegenwärtig diese Computer waren, diese Schachcomputer. Sei es jetzt in Kaufhäusern, wo dann die Geräte zum Anspielen bereit standen, oder sei es zum Beispiel bei den Dortmunder Schachtagen, da konnte man die auch anspielen. Die waren ja allgegenwärtig. Hochrade. Das ist wirklich, was heutzutage noch an Schachcomputern existiert. Das ist ja nur noch ein Schattendasein von damals. DGT, die machen das ja quasi so nebenbei. Das heißt, eigentlich sind es ja die DGT-Bretter, DGT-Uhren für die Turniere, die das Hauptstandbein von denen sind. Und dann, ja, wo ist das Problem, dann so ein Digi-Pi, so ein Raspberry Pi drunter zu bauen? Und das heißt, deswegen heißt das ja auch Digi-Pi. Und das dann quasi kompatibel zum Digi-Brett zu machen, dann hat man ja auch einen Schachcomputer. Inwieweit man Millennium noch mit Mephisto vergleichen kann, das ist halt, die Zeiten haben sich halt geändert. Die Dinge haben nicht mal so die wahnsinnigen Absatzzahlen. Und wenn du natürlich etwas hast, was wahnsinnig große Absatzzahlen hat, dann kann man natürlich anhand dieser Masse auch die Gewinnspanne niedriger machen. Aber wenn das dann, man muss ja dann die Gewinnspanne höher machen, wenn man jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, wie viele Schachcomputer die da verkaufen. Wenn das mit Mühe, sagen wir mal, ja, was könnte das sein, 100 im Monat? Oder 1000, ich weiß es nicht. Turm AD8, ich habe hier das andersrum stehen. C3, C4. C4 schlägt. Ich frage mich wirklich, wie eröffnungsabhängig die Computer gewesen sind von Fidelity. Ja, könnte eventuell Springer A5, ja, Springer A5 ziehen. So, ich ziehe da einfach zurück. Turm D6, ist das alles noch Theorie oder wie? Theorie. Dank des HG 550 alles noch im Buch, die Mutter aller Hauptvarianten. E6, D5. Meine Güte, es möge nie zu Ende sein. Wow, da hat sie die ultimative Hauptvariante erwischt. Ah, und jetzt ist der MM5 aus dem Buch draußen. Ich tippe mal, ohne HG 550 wäre er eh aus dem Buch gewesen. Ich frage mich, wenn Schwarz irgendwie abgewichen wäre mit König H7 oder sowas, oder König H8, ob Weiß wohl diesen Bauern geschlagen hätte auf B7. Ob er den Bauern deswegen nicht gefressen hat, weil er meinte, es geht nicht, oder weil es einfach Theorie war, den Bauern nicht zu schlagen. Und zumindest meinte MM5, ja, es ist ja Springer D4 schlägt, der Läufer greift die Dame an, weshalb der Bauer nicht zu schlagen ist. Und dann, ja, müsste schon Dame B5, obwohl dann, ja, ist die Figur einfach weg. Der Läufer E2 ist ja dann weg.
Springer F3, D2. Ich kann mal kurz gucken, wie viele Züge die jetzt haben. Da waren bestimmt 16 Züge Theorie. Also gut aufeinander abgestimmt. Ich habe aber auch schon mal einen Avantgarde mit schwarzer Partie gesehen, spielen sehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Öffnung das war. Das war quasi, im Buch stand er schon kaputt. Das heißt, der hat noch einen Buchzug ausgeführt und die Stellung, die er eigentlich hatte, war schon kaputt. Ich krieg's aber nicht mal zusammen, das ist schon so lange her. Ich frag mich mal, so spaßeshalber, wie das wohl gewesen wäre, wenn A2, A3. Wenn der Richard Denk einfach aus Versehen vergessen hätte, die Eröffnungsbibliothek einzuschalten, dann hätte der ohne Theorie gespielt. Ob das überhaupt so viel Ausschlag gegeben hätte. Ob der nicht dann trotzdem die Partie gewonnen hätte. Das könnte man eigentlich auch mal machen. B7, B6, jetzt möchte ich einen doch nicht mehr stehen lassen. Nächste Woche fängt wieder der nächste Monat an. Ist das Leben nicht schön? Ah, das war wirklich so. Man stand auf der Arbeit, habe ich gestanden. Und dann wie monsunartiger Regen war das. Und dann bin ich mit dem. Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Rad nach Hause. Und dann setze ich mich auf das Rad und fahre los und es regnet nicht mehr. Bis nach Hause trocken angekommen. Geht natürlich nicht immer, wenn es also Regenwahrscheinlichkeit 100% wäre. Und dann würde ich wohl jetzt im Winter oder so, dann würde ich wohl doch eher mit dem Bus fahren. Ich steige hier in den Bus ein. Das Witzige ist, der Bus braucht länger wie ich mit dem Rad, weil der außen rumfährt irgendwie. Ich brauche 27 Minuten. Steht bei Google, wo man da Google Maps, da wo man die Route gucken kann. Da ist ja Fahrrad und Bus und was man danach gucken kann und Auto und zu Fuß. Mit dem Rad steht 27 Minuten. Mit dem Bus steht 40 Minuten. Obwohl, jetzt mal ganz ehrlich, kommt es wirklich auf diese paar Minuten an. Also wenn man sein Leben so plant, dass man quasi geil auf jede halbe Stunde ist, dann weiß ich auch nicht. Der Bus hält direkt davor. Das ist, ich setze mich in den Bus ran. Mit demselben Bus fahre ich direkt bis zur Arbeit hin. Dann steige ich da aus, bin da. Das ist natürlich die Alternative und umgekehrt natürlich auch. Oder wenn ich mal ins Kino fahren will, dann kann ich auch nach der Arbeit noch ins Kino fahren, selbst wenn ich in den Bus reinfahre. Ins Kino danach 4. Das sieht aber jetzt auch nicht ungefährlich aus. Ja, Turm G6 geht ja nicht, aber Dame G4, wäre das irgendwie überhaupt eine Möglichkeit? Springer F3, ja, Dame G4, H3. Der Springer kann ja nicht geschlagen werden, solange die Dame hängt. A1, B1, kommen wieder die fantastischen Turmzüge. So. Und das war ganz praktisch, wenn man Alternativen hat. Natürlich fährt man mit dem Rad lieber, wenn schön Wetter ist, aber das fällt einem gar nicht mal so auf. Das ist, ich fahre hier los, dann fahre ich ein kurzes Stück am Kanal entlang und über die Kanalbrücke rüber. Und dann fahre ich wirklich 80%, wenn nicht sogar 90% der Strecke, fahre ich die eine Straße lang und dann die letzten 500 Meter momentan, da biege ich dann links ab, dann fahre ich um so einen Ring rum, so ein Stück und dann eine Straße rein, dann bin ich da. Fällt dir nicht mehr auf, das ist das Komische. Als ob das Gehirn, wenn das etwas immer wieder wiederholt, wenn du immer wieder dieselbe Strecke fährst, dann registriert man das nicht mehr so, als wenn man die zum ersten Mal fahren würde. Man weiß ja schon die ganze Strecke. Also natürlich nicht, dass ich gegen Autos fahre oder so, aber man fährt einfach. Man achtet nicht auf alles, wo man lang fährt. Man fährt, bis man ankommt. Und da ist immer nur lieber. Mir ist immer noch lieber 30 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren. Als wenn ich jetzt hier 70 Minuten mit dem Bus fahren würde. Oder noch schlimmer hier. Erst mit dem Bus ein Stück fahren. Und dann noch auf den Anschluss warten. Und dann
Und das letzte Stück auch noch mit dem Bus fahren. Das wäre dann, da wäre ich quasi, ich hatte mal eine Route, da habe ich auch gar nicht angefangen. Da hätte ich auf den Anschluss, das stört mich jetzt zu sehr, das ist ja eingestaubt, der Tastatur, das stört mich jetzt so sehr, dass ich das jetzt wegmachen muss. Der Bierdeckel, den ich hier liegen habe, der bietet sich geradezu dazu, es war scheiße geworden, aber egal. Springer C3. Da hätte ich schon die 22 Minuten, hätte ich schon auf den Anschluss warten müssen. Diese Anschlusswartezeit, das ist ja schon beinahe schon die komplette Zeit, die ich dahin fahre. Bei schönem Wetter ist es natürlich noch umso schöner. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch einen goldenen Herbst oder goldenen Oktober oder irgendwas. Und sobald die Sonne scheint und das Wetter geil ist, fahre ich mit dem Rad dahin. Ich habe das einfach lieber, wenn ich dann zurückfahre. Und ich muss auf nichts warten oder so. Ich kann mich einfach instant auf das Fahrrad setzen und die Strecke dann fahren. Das sieht aber schon wieder scheiße aus. Ist nicht Läufer C4 einfach mit Qualität lost? Also irgendwie. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie scheiße ich spiele. Dann ist mir natürlich klar, dass der Kishon Chester so schrottig spielt. Wenn er schon mit. Wenn er. Das ist auch Spracklen hier. Und Kishon Chester ist auch Spracklen. Wenn schon der macht 2 mit auf 16 Bit mit 16 MHz, nehme ich mal an. Wenn der so abloost, da ist natürlich klar, dass auf einen 8-Bit-Prozessor bringt das dann gar nichts. Und dann ist mir natürlich auch klar, dass sie bei einer WM mal nicht teilgenommen haben, weil der 68040-Prozessor nicht fertig war. C2B3. Thank you for giving the rook because I like to have the ganze rook. Schreibt in die Kommentare, was man dann sagen würde. The Full Rook? Ich weiß nicht. Boah, droht jetzt den ganzen Turm einzulosen. Springer E7. Ja, wohl doch nicht. Das war aber etwas. War mal ein Versuch wert. Läufer schlägt D5. Thank you for the Türme. Das ist so lieb hier. Ich glaube, der MM5 würde auch sagen können, ich lache über deine 16-Bit. B3, B5 mit. Mich freut das natürlich total. Ich bin natürlich noch Mephisto-Fan. Wenn ich natürlich einen geilen Mach 2 hier stehen hätte. Oder meinetwegen einen Avantgarde 2 oder sowas als Kanalspende. Immer gerne genommen. Vor allem den Knaller fand ich ja bei dem Master Chess, dass er das Porto noch 38, noch 32 Euro Porto gezahlt hat. Das war einfach überwältigend. Da sieht man auch, dass das Spaß macht, diesen Kanal zu betreiben. Jetzt im Moment habe ich auch 410 Abonnenten. Vor allem, was mich überrascht hat, das war. What did you do in G3? Überrascht hat mich dieses. Ich hatte ja das Update mit der Xbox One und dann sprang die nicht mal an und dann hatte ich quasi ein Video darüber gemacht. Schwarzer Bildschirm nach dem Update. Das muss wohl so vielen passiert sein, dass innerhalb kürzester Zeit war das Video auf über 4000 Aufrufe. Und das ist, steigt ja immer noch. Mit super vielen Kommentaren darunter. Deswegen war es ganz gut. Es war kein Schachcomputer-Video, aber es war trotzdem ganz gut wegen der Aufrufzahl, das reinzunehmen. Deswegen habe ich da eine Ausnahme gemacht. Und selbst dieses Video, wo ich mich bei dem bedanke, der in die Kommentare geschrieben hat, wie das ging, weil das dann bei mir auch funktioniert hat. Kann sein, dass es auch in der Anleitung steht, aber die habe ich nie gelesen. Dame B8. Da sieht man ja quasi täglich, wie die Aufrufzahl steigt von diesem Video. Deswegen kann es durchaus sein, dass so ab und zu mal so sporadisch so ein Video von der Spielekonsole mit reinwandert, wegen der Aufrufe. Immerhin 410. Jetzt brauche ich noch 500, 590. Follower brauche ich noch, dann kann ich monetarisieren. Ja, Dame A5 schlägt, weil die Dame für Nüsse dahinter hängt. Und dann Dame G3 schlägt.
Ja, das ist so nach dem Motto. Ja, guck mal hier, ich schlage jetzt diesen Bauern mit Schach und kann danach die Dame nehmen. Das ist natürlich jetzt schon hier. Eigentlich ist das hier ein Grund zur Aufgabe. Die Partie. Allein schon Dame G3 steht, du hast ja kein Gegenspiel mit Schwarz. Sagen wir mal ehrlich. Der A-Bauer, der ist der nächste Bauer, der fallen könnte. Turm C5. Damit greift man dann. Ich habe gar nicht zurückgenommen. Kann das sein, dass ich mich die ganze Zeit ein bisschen vertan habe? Der Macht 2 steht total auf Gewinn. What the heck? Meine Güte. Lippo im Fieberwahn oder wie? Unfassbare 10 Spiele, sie haben die denke ich schon, da der mit 5 gewinnt. What the heck? Ich bin so Mephisto geil hier, dass ich schon gedacht habe, der Mephisto hätte hier die weißen Steine. Ich freue mich schon, er hat beide Partien gewonnen. Nein, Lippo. Diese Partie wird der MM5 leider ablosen. Mephisto schickt mir dann ein Schreiben aus der Vergangenheit, die beschweren sich. Lippo, du Arschloch. Ja, was soll man sagen? Was willst du machen? Was willst du machen? Wahrscheinlich bin ich die ganze Zeit schon erzählen, als würde der Macht 2 schwarz haben. A8, A5. Natürlich kann der MM5 nun aufgeben. Wie der Lippo hier weinend feststellen muss, den Tränen nahe. Meine Güte. Eins ist ja ein gutes Ergebnis. A5, A7. Ich weiß gar nicht, warum ich zwischenzeitlich gedacht hätte, der MM5 würde gewinnen. Meine Güte, wahrscheinlich war ich so geil darauf, dass der MM5 gewinnt hier. Naja, sagen wir es mal so. Wenn der Macht 2 das noch verlieren würde mit Weiß oder nicht gewinnen würde, dann könnte er sich auch quasi den 16-Bit-Prozessor aus dem Balch rausreißen und wegschmeißen. Ich frage mich nur, wie das ausgehen würde, wenn der Macht 2 auch nur 5 MHz hätte. Oder nur, ja, würde wahrscheinlich schon reichen, nur 5 MHz. Oder 8-Bit sogar. 8-Bit mit 5 MHz. Das ist ja quasi der Nakish und Jester. Wäre das ja quasi. A5, A4. A4, A5. Meine Güte, ich bin so im Fieberwahn. Das viele Fahrradfahren tut meinem Gehirn nicht gut. Ganz merkwürdig. Tja, was soll man sagen? Minus 3,47. Lange gucke ich mir das Trauerspiel auch nicht mehr an. Also spätestens, wenn dieser Bauer massiv Material kostet, dann breche ich das Ganze ab hier und entscheide zugunsten des Macht 2. Was macht denn der Turm? Ich dachte schon Turm C5. Turm C5 hätte ich in Erwägung gezogen, um auf A6, dass er den Bauern nicht mehr vorziehen kann nach C5, quasi den Bauern opfern, um den Kontakt zu bekommen zum Bauern. H4. Naja, man soll dem Macht 2 auch mal seinen Sonnenschein gönnen, wenn er ihn denn bekommt. Ach, letztens hat übrigens einer. Ich hatte ja mal gesagt, man könnte doch eigentlich mit so einem Tablet-Computer. Da müsste man doch eigentlich auch einen Schachcomputer draus machen können, indem man diesen Emulator so laufen lässt und quasi diesen Touchscreen nutzt. Dass man die Figuren, also so Figuren auf dieses Tablet stellt. Das hat er tatsächlich zum Laufen gekriegt. Er hat einfach nur Figuren modifiziert und dann ein Programm von diesem Tablet genommen hat. Und dann ging das auch mit dem Puppenziehen. Turm D8. Ja, da gibt es ja nur Last Hope Schach hier.
irgendwie Turm G8 Schach, eben, ja, weiß nicht, Springer, ja, G8, H6, G4, irgendwie sowas in der Art und auf das Beste hoffen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Lipo, natürlich nie Star Wars. Was ist das überhaupt? Dime, Dime. Ihr müsst auch schreiben. Unfair, unfair. Turm 8. Ja, und jetzt können wir auch bald hier in den Sack hauen in die Partie. Da kannst du doch nur noch auf Beschiss spielen. Turm G8 Schach und dann, wenn der König beiseite zieht, aber willst du machen, Springer D5. Normalerweise gibt man da auf, aber der Lipo lässt sie weiterspielen. Meine Güte. Ich bin wieder so fit und wach heute. Ein bisschen alles hier setzen. Mann, da bin ich ja, ich glaube, 9 Kilometer sind das. 9 mal 10. Da bin ich ja 90 Kilometer ist ja diesen Monat, diese Woche, diesen Monat. Diese Woche schon mit dem Fahrrad gefahren. Lippo wird richtig sportlich. Das kann doch nicht sein. B1 A1 Lippo, B1 A1. B1 A1, das ist alles possible, Lippo. Öffne deinen Geist. Und jetzt ist total Ende hier. Wohl auf Turm B8 wird noch Springer C7 kommen. König G5, hofft noch auf König G4, F3, Turmschach, H3, H2, H1 und der Gegner in den fallenden Schlag hatte ich alle Haare aus, weil er plötzlich verloren hat. Ich glaube, manche, jetzt sind in so massiv gewonnenen Stellung, manche schockt das im Blitzen. Wenn die quasi irgendwie eine Figur mehr haben oder zwei Bauern mehr haben oder sowas. Und der Gegner, das ist ja nicht ein Selbstläufer dann. Man muss dann quasi grob gesehen alles runtertauschen, um dann quasi die Partie zu gewinnen, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn der Gegner dann nicht aufgibt und sogar noch Möglichkeiten bekommt, dann sind die teilweise so geschockt, dass die dadurch alleine schon die Partie verlieren. Er will jetzt König F3 ziehen und was willst du denn machen? Man kann natürlich aufgeben, aber man kann natürlich auch auf das Beste hoffen. I hope that you lost quickly. Ja, König F3 und dann Turmschach und dann, weiß ja auch nicht, Turm G2 und ich weiß auch nicht was. Irgendwas, man muss ja was machen. Er kann natürlich auch hier grob gesehen auch noch F4 ziehen. Aber wenn er jetzt hier Turm F6 gezogen hätte. Turm H6. Ein Turmschach, bringt das noch was? F5, F4, ja. Egal. Thank you for the chess game that I watching. Das haut mir glatt hier aus, der Klotsching. So. Springer schlägt. Turm A4, Turmschach. Und dann König A1 und Turm G2. Und wie durch ein Wunder gewann er noch die Partie. Das finde ich besser so, als wenn die positionell die Partie haushalten wollen. Und dann, es ist doch sowieso verloren. Ich habe mir im Blitzen immer gesagt, wenn du nicht gewinnen kannst, dann bescheiß. Was willst du machen? Willst du deine total abgeloste Stellung da noch positionell irgendwie. Irgendwas erwirtschaften, das bringt doch eh alles nichts. König H1. Ja, was soll man jetzt machen? Meine Güte. Tja, Turm A8 und jetzt ist endgültig verloren. Ich hatte noch auf ein Wunder gehofft. Das Wunder von der Chesscomputer F45. Ja. Was will er machen? König H3 und dann Turm C8. Einmal das Matt. B7, F7. Na, ich würde sagen, König H3 könnte man noch versuchen. König H3. Und wenn er dann, ja, was kann man spielen? Mal wegen Turm H7.
Ja, er versucht dann den Bauern zu schlagen mit Schach. Springer E3, C3. Also wenn Weiß das verlieren würde, dann müsste man ehrlich sagen, hätte das Teil aber mehr als 10 Arschtritte verdient. Meine eine Möglichkeit wäre König H3 und dann irgendwie den Springer nach F3 ziehen. Dann müsste der Turm noch die Schachs drohen hier. Black and check. I see. Bin noch nie deppert. I see all the checks. G4, F3. Ja, das jetzt was bringt hier. Das ist doch jetzt eh egal. Aber König H3, Turm H7, da kann er den Bauern nicht halten. H6, B6. Springer E4. B6, B3. Also sagen wir mal so, der einfachste Weg ist das aber auch nicht, den der Mach 4 hier spielt. Ist natürlich total gewonnen, aber das könnte man einfacher haben. Der Turm ist aber irgendwie aktiv. Wir haben Turm C8, dann Turm C1 Schach, Turm C2 Schach. B3, B8 und jetzt ist endgültig die Partie gelaufen. Ich breche ab hier. Ich wollte mir noch angucken, ob da irgendwelche Bescheißchancen noch sind, aber sind sie nicht mehr. Ohne den Turm ist das so many hopefully lost. Dass ich mal hier Ende sage. Ich bedanke mich fürs Anschauen. 1:1. MM5 gegen Mach 2. Man muss immer bedenken, 16 Bit und 16 Megahertz. Also nicht nur der schnellere Prozessor, sondern auch noch die dreifache Megahertz-Zahl. Ja, und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Man kann natürlich auch hier als Kanalspende meinetwegen das MM5 mit 10 Megahertz. Und dann schicke ich im Gegenzug das MM5-Modul Standard zurück, dass man mir quasi nur das Tuning schenkt, wenn es keine großen Auswirkungen hat. Ich weiß ja nicht, dann braucht man bestimmt auch das passende Brett, um das darin zu betreiben. Boah, dann müsste man halt das modifizierte Modularbrett mitschicken, mit dem 10 MHz MM5. Im Gegenzug würde ich dann den Modular, das ist natürlich ein MM4 mit EEPROM aufgerüstet auf MM5. Dann würde ich im Gegenzug würde ich den MM5 mit dem Modularbrett zurückschicken. Quasi in Austausch. Ich würde das modifizierte Modularbrett bekommen für 10 MHz und dann das getunte 10 MHz Modul oder was auch immer. Und ich schicke dann die Standard-Hardware zurück. Das Modularbrett mit Figuren natürlich, ganz klar. Die Figuren müssen dann auch dabei sein. Und dem MM5 Modul. Alles andere habe ich ja. Das Display-Modul müsste damit ja dann auch normal funktionieren. Oder das HG-Modul. Ja, und damit bedanke ich mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, überrascht mich einfach, wenn jemand dem Kanal was Gutes tun möchte. Ich lasse mich immer gerne überraschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.